Es wird nicht optimal für Sie passen, aber ich glaube, es müsste sich ausgehen, bitte. Sie können nicht umfallen. Heute zugescheit, gell? Ja. So, schön reinsetzen. Wunderbar. So, jetzt fahren wir zu Ihrem Friseurladen. Bin schon gespannt. Bisschen zurückkippen, einfach draufsteigen. Ja, genau. Und schieben. Wunderbar, genau. Die Rampe ist jetzt immer hier, oder? Die gehört gar nicht mehr. Wie haben Sie das bisher gemacht? Beim Rollstuhlfahrer kommen? Einfach rein, kurz angeheben, also kippt und geht auch. Okay. Bei mir im Geschäft habe ich im Geschäftslokal keine Probleme mit der Barrierefreiheit, weil die Waschbecken und Sesseln dazu von Anfang an bewusst so konzipiert wurden, dass meine Kunden mit Rollstuhl kommen können. Mhm. Mein Problem ist der Staffel. Die erste Stufe herein. Jetzt war die Möglichkeit, man gibt eine Rampe hin. Eine Rampe den ganzen Tag hinstellen kann ich nicht, weil der Gehsteig viel zu schmal ist und dann die Leute wieder drüber fliegen. Der Vorschlag ist dann gekommen, einer mobilen Rampe, wobei ja, aber bitte nicht die Rampe extra für eine Person rausbringen, weil das ist diskriminierend. Und dann stellt man irgendwann einmal da und fragt sie, was wollt ihr eigentlich? Aber soweit ich das da hier sehe, würde ich schon bevorzugen, wenn sie es extra für mich rauslegen. Ich würde es gerne machen. Also. Kein Thema. Und hier werden werden Träume erschaffen. Wundervoll bracht. Prinzessinnen gestaltet. Prinzessinnen und Prinzen. Ja. Und Prinzen. Und Prinzen, das ist wichtig. Fahren wir zum Waschbecken. Oh, oh, oh. Ich muss sagen, Sie schlagen sich gut. Danke vielmals, danke. Das ist eigentlich eine einfache Lösung. Stuhl weg und dann genau, geht das schon. Genau, das ist ja das Simpelste. Hatte vor einiger Zeit erst einen Anruf von einer Dame im Rollstuhl, die noch nie bei uns war, wo die erste Frage gleich war, wie schaut es bei euch auf den Waschplätzen aus? Mhm. Kann ich da mit Rollstuhl hin? Ja, natürlich. Sehen Sie, dass es genug Aufklärung gibt jetzt für Kleinunternehmer, aber Unternehmer im Bereich Barrierefreiheit? Ich glaube, dass die Aufklärung noch nicht ganz durch ist. Okay. Ich glaube, dass es das Verständnis teilweise noch ein bisschen fehlt. Dass es viele Menschen gibt, die Kontaktprobleme haben mit Behinderten, mit Rollstuhlfahrern. Und da sicher Aufklärung nötig ist, dass, sage ich, wir Nichtbehinderte zugehen und sagen, gib mir die Gebrauchsanweisung, was brauchst du, wie kann ich dir helfen? Und nicht verschämt in einer Ecke stehen bleiben und nur nicht orieren. Ja, vielen Dank. Gerne, hat mich gefreut. Danke. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Ja, gerne. Wiedersehen. Wiedersehen. Grüß Gott. Ich darf Sie bitten, Ihr Platz zu nehmen. Habe ich noch nie gemacht, aber ich probiere sehr gerne. Sehr gut. Eine ganz neue Erfahrung für dich auch. Okay, ich habe gehört, das Gebäude ist barrierefrei. Genau. Wir haben... Schauen wir uns das an. Ja, schauen wir uns das an. Ah. Okay. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ist ja gar nicht so einfach. Ne? Ist gar, ja, ist ja. Zu öffnen, oder? Ja, ja. Ich überlege schon, ob man da vielleicht einen Das werden wir als nächstes, das werden wir als nächstes jetzt in Angriff nehmen, dass wir schauen, ob wir da einen elektronischen Tür öffnen, wie das möglich wäre. So, jetzt sind wir im 5. Stock im Forum EBU KMU der Wirtschaftskammer Wien. Wir sind sehr stolz, dass wir jetzt seit Beginn dieses Jahres ganz neu aufgestellt sind. Wir sind quasi vom 6. Stock in den 5. Stock. Und ein Grund war auch, dass wir gesagt haben, wir sollten auch barrierefrei werden. Wir haben ja das Feedback von unseren Mitgliedern bekommen, die gekommen sind mit Rollstühlen und so. Und daher haben wir das auch gemacht und jetzt haben wir sehr positives Feedback, muss ich sagen. Und im Wesentlichen haben wir drei Angebote für diese Zielgruppe. Das eine sind Meetingräume. Der zweite Bereich sind eben die Workshops, die wir haben. Wir haben 23 Workshops-Themen, die sich mit der Unternehmensentwicklung, Unternehmensführung, Unternehmensverwaltung, also mit allen Themen, die ich mit denen ich mich auseinandersetzen muss, wenn ich Unternehmer sein will. Und der dritte Bereich, den wir anbieten, sind Netzwerkveranstaltungen. Das heißt, da bespielen wir Themen, die wieder entweder für die Unternehmensführung wichtig sind, aber auch für die Menschen selber. Wie groß sind die Batterien? Die müssen ja was aushalten, oder? Ich schätze 20, 30 Kilometer. Okay. Wenn ich Unternehmer bin und ich möchte mich mit dem Thema Barrierefreiheit, 1. Jänner 2016 auseinandersetzen. Ich habe eine kleine Bäckerei, ich habe 2 Stufen und ich will aber trotzdem, dass jeder bei mir das Thema bekommt. Sie sagen, mit Experten reden, genau. Sich informieren, was ist genau. Wirklich. Genau.
und wie heiß ist die Suppe, die gekocht wird, genau, wirklich. Genau. An wen wende ich mich? Genau. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich zuerst informiert, zu schaut, wie ist meine eigene Situation, welche Auflagen gibt es, was muss ich wirklich tun. Ja? Und es gibt ja ganze Bandbreite, da ist es immer nicht so einfach zu sagen, gibt es wirklich einen Experten für allen? Den gibt es nicht, aber wir haben eine Anlaufstelle in der Wirtschaftskammer Wien unter der Telefonnummer Wiener Nummer 514 50 1070, hebt sicher eine kompetente Expertin oder ein kompetenter Experte ab, der mit Ihnen einmal klärt, worum geht es denn überhaupt, welche Branche sind Sie, was machen Sie, und der Sie dann entsprechend weitervermittelt zu den wirklichen Experten. Ich bedanke mich für das Gespräch, war sehr informativ, sehr positiv und wir sehen uns sicher wieder hier. Ich danke fürs Kommen, alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Alles Gute, danke sehr. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag, freut mich ebenfalls. Sie zeigen mir jetzt die Filiale. Ich zeige Ihnen gerne die Filiale. Darf ich Sie in meinen Rolli bitten? Gerne. Damit wir das auf Augenhöhe durchgehen. Was unterscheidet jetzt die Bank Austria von anderen Banken? Dass wir uns bemühen, eine möglichst ausreichende Barrierefreiheit für behinderte Menschen zu schaffen, wobei es unsere Arbeit schaut eben so aus, dass wir jetzt nicht versuchen, Barrierefreiheit nur für eine Gruppe von Menschen mit Behinderung zu schaffen, sondern für alle Gruppen von Menschen mit Behinderung gleichzeitig. Für Menschen, für blinde Menschen, genauso wie für Rollstuhlfahrer, genauso wie für hörbehinderte Menschen, und das versuchen wir in unseren Bankfilialen zu verwirklichen. So, und hier habe ich jetzt das Menü, was ich eben machen will. Okay. Ja? Touchscreen ist das, oder? Das ist mit Touchscreen. Bei den Auszahlungsgeräten haben wir es bereits so eingestellt, dass man eben mit der Tastatur auch die wichtigsten Funktionen machen kann. Wir haben auf diesem Gerät auch eine Buchse für einen Kopfhörer für blinde Menschen, die hier den Kopfhörer einstecken können und bei Sprachausgabe die Anleitung bekommen, wie sie mit dem Gerät umgehen müssen. Hier haben wir die Kasse. Die eigentliche Kasse muss aus Sicherheitsgründen höher sein. Die Kasse soll so hoch sein, dass es an Bankräuber erschwert wird, über das Kassenpult drüber zu springen. Haben Sie Statistiken darüber, wie viel Rollstuhlfahrende Bankräuber es gibt? Wie viel Bankräuber es gibt? Gibt es also wie viel? Rollstuhlfahrende Bankräuber. Na, Rollstuhlfahrende Bankräuber. Schwer vorstellbar. Oh. Was hat die Bank Austria jetzt davon, dass sie sich, ich sage jetzt mal, so ins Zeug legt? Für behinderte Menschen, die ja sicher nicht die Hauptzielgruppe ihrer Kunden sind. Das sind mehrere Gründe. Und zwar, der Grund Nummer eins liegt sicherlich in der sozialen Kompetenz einer modernen Großbank. Der zweite Grund ist sicherlich ein wirtschaftlicher Grund. Man weiß heute, dass die Lebenserwartung der Menschen immer höher wird und damit kommt es auch zu einem rasanten Anstieg von Menschen mit Behinderung. Kostet Barrierefreiheit Geld? Barrierefreiheit betrifft nicht nur die Baulichkeiten. Barrierefreiheit betrifft eigentlich alle Geschäftsbereiche, Drucksorten, IT, da gibt es Kundenberatung. Wir bieten mittlerweile in ausgewählten Filialen Kundenberatung in Gebärdensprache an durch unsere Mitarbeiter. Und alles das fällt unter den Titel Barrierefreiheit. Also man darf Barrierefreiheit nicht nur vom Baulichen her sehen. Aber wenn man es vom Anfang an bei einem Projekt andenkt, dann sind die Kosten eigentlich verhältnismäßig gering. Ja, ich würde sagen, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Gerne. Ich werde meinen Stuhl wieder mitnehmen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ihnen auch einen schönen Tag noch. Besten Dank. Danke. Hallo, Frau Putz. Hallo, ja, Anna, bitte. Hallo. Hallo, Martin. Darf ich Sie bitten? Ja. Platz zu nehmen? Ja. Und mit mir sozusagen auf Augenhöhe? Ja. Ihr Geschäft zu betrachten. Mhm. Beim Kurvenmachen, eine Band bremst, die andere schiebt. Sehr gut.
die Rampe sieht am ersten Blick sehr steil aus. Sie ist auch steil, ja, das ist mir bewusst, aber ich habe zumindest eine. Das ist richtig, ja, genau. Das ist schon richtig und man bräuchte dann schon einen kleinen Schubs Hilfe beim Rauf. Ja, das okay, ja, probieren wir es aus, oder? Genau. Ja, danke schön. So, 1, 2, 3. Nochmal 1, 2, 3. Das ist jetzt Anna am Meidlinger Markt. Genau, das ist Anna am Meidlinger Markt. Was erwartet den Kunden hier? Ich habe einen Gin im Sortiment, da kann man gerne ein Stückchen Kostprobe bekommen. Das ist so hell noch. Das ist ein Waldviertler Gin. Und dann habe ich Bergkäse direkt aus Mahul, aus Vorarlberg. Einen Ziegen- und Schafskäse, das habe ich aus dem Höllental. Also ein Feinkostladen sozusagen. Genau, also ich bin richtig ein Feinkostladen. Wenn sich jemand fragt, ja, wie informiere ich mich, wie mache ich mein Geschäft barrierefrei, worauf muss ich achten, wie soll ich es angehen, was würden Sie dem raten? Ich würde ihn raten, also zu der Abteilung von der Wirtschaftskammer, die okay. Diversity Management. Management Abteilung, und zu dir. Okay. Ja, cool. Ich würde sagen, dann drehen wir noch eine Runde am Markt, oder? Ja, genau. Jetzt schaue ich, ob ich da noch umdrehen kann. Sehen Sie, geht sich das aus? Ja, das geht sich aus, ja. Und das geht sich genau aus, ja. Also hier könnten wir schon einkaufen. Hallo. Hallo. Hier gibt es auch eine Rampe. Hier gibt es auch eine Rampe, ja. Ja, Wahnsinn. Kann man draußen essen. Cool. Darf ich eine Gurke haben? Oder zwei? Dann hätten wir hier noch das Kornfett. Da könnte man, wenn es offen wäre, auch rein. Okay. Ja? Man merkt schon, dass man hier barrierefrei einkaufen kann. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, ich bin der Mr. Milchbad, ich bin der Chris, der Christian, und bin vor 2 Jahren hatte ich das erste Mal Kontakt hier. Mein Lokal ist sehr klein. Und wenn Leute einfach Hilfe brauchen, es gibt immer Leute, die dann sofort bereit sind und Platz machen oder einfach nur behilflich sind, um da einfach alles möglich zu machen, weißt? Hier sind Lokale, wo man essen und trinken kann. Und wenn ich essen und trinken kann, muss ich auch ablassen. Wow! Wow, oder? Die ist echt groß, ja. Also hier gibt es einen X2 Handtuchspender. Das ist großes Kino, sag ich mal. Ganz großes Kino. Du kannst zum Beispiel hinfahren. Und dir ganz gemütlich die Hände waschen wird. Ja. Also ist gut erreichbar, oder? Ja. Moment. Wahnsinn. Ja, cool. Okay, ich bitte sehr, fahr mal. Danke. Danke, Martin. Für das Gespräch, wir sehen uns. Ich danke dir. Vielen lieben Dank. Danke. Gibt's noch wieder, oder? Gut. Ciao. Frau Proschek. Ja, hallo, Herr Marbach. Hallo. Hallo. Darf ich rein? Ja, kommen Sie herein. Freue mich, dass Sie da sind. Passt das mit der Rampe? Ja, es ist eine kleine Bergtour, aber es geht. Sehr schön, Herr Sister. Sie haben den Schritt gewagt in ein richtiges Office. Ja, genau. Zu Hause. Von zu Hause. Bis jetzt habe ich von zu Hause aus gearbeitet und eben bei meinen Auftraggebern und Auftraggeberinnen vor Ort. Project Power Consulting ist eine Unternehmensberatung. Und wir sind spezialisiert auf zeitgemäße Kommunikation und Umgang mit Vielfalt. Reden wir über die Rampe hier. Ja. Es sieht aus, als ob vorher eine Stufe war. Ja, die Stufe war zweimal so hoch. Die Stufe war so hoch, dass ich ohne Hilfe nicht reingekommen bin. Und ich habe am Anfang die ersten Wochen mit einer mobilen Rampe einfach improvisiert. Mhm. Aber das ist keine Dauerlösung. Wir haben uns dann letztendlich entschlossen, die Tür nach unten zu versetzen, die Stufe viel niedriger zu machen und dann im Innenbereich, wie man sieht, einfach die Rampe zu legen. Also den Boden abzutragen. Genau, sozusagen. Und das war ein innerer Kampf. Ich wollte nichts von diesem schönen Lokal durch diese Rampe da verkürzt haben. Das Wichtigste ist, also ich komme mal barrierefrei rein und wie ich gesehen habe, Sie sind auch gut zurechtgekommen und ich denke, jeder im Rollstuhl fahrend kann zumindest rein und raus, ohne größeren Aufwand. Wir befinden uns auch in einem Spannungsfeld zwischen praktikablen Lösungen und Normen und Vorschriften.
Und da in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, weil mein Eingang hier, der entspricht nicht der Norm. Sie bieten hier auch Seminare an? Genau. Und Workshops? Für mich war wichtig, ein Büro zu wählen, das eben sehr nahe von zu Hause ist, damit ich nicht das Auto brauche. Es sollte gut an der U-Bahn gelegen sein, das ist klar. Und ich musste einige Kompromisse eingehen. Ein Kompromiss, den ich sehr bewusst eingegangen bin, ist das die Toilettensituation. Wir haben hier zwei Toiletten am Gang. Ich kann sie nicht benutzen, sie sind nicht barrierefrei. Für mich jetzt als Firmeninhaberin und hier Tätige ist es so okay. Auf der anderen Seite werde ich auch durchaus Kooperationen schließen mit meinem Umfeld hier, wo ich weiß, da gibt es barrierefreie Toiletten, wo ich eben dementsprechend auch ausweichen kann für meine Kundschaft. Die ideale Welt, die gibt es nicht. Und ich denke, ja, und da muss man sich bewegen, halt, wo es passt und dass alle irgendwie glücklich sind. Ich danke Ihnen, dass Sie mir das gesagt haben. Gerne, Herr Habe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Und danke fürs Gespräch. Ja, gern. Alles Gute. Wiedersehen. Und bis bald. Ja, ganz sicher. Hallo, Frau Hallo. Habe ich, Entschuldigung. Guten Hallo, Morgen. Freut Hallo. Mich. Guten Morgen. Mich auch. Wir schauen uns Ihren Laden an. Sehr gerne. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Mache ich gerne. Vielen Dank. Ja, wir sind hier in... Wir sind in der Buchhandlung Kunterbuch am Stummring im 1. Wiener Gemeindebezirk. Wir sind eine Fachbuchhandlung für Kinder- und Jugendbücher und für Pädagogen. Wie schwer ist es wirklich als kleine Buchhandlung heute gegen den großen, bösen Internet? Nicht ganz einfach, aber als Fachbuchhandlung haben wir eine gute Nische gefunden. Ja, die Rand am Anfang ist ein super Ding. Als Rollstuhlfahrer habe ich immer ein Auge für sowas und ich war ganz überrascht. Dieses kleine, unscheinbare Ding mit der großen Wirkung. So soll es sein. Gibt es eine Geschichte dazu? Es war von vornherein klar, dass die Stufe eine Barriere, ein Hindernis darstellt und dass wir das ändern müssen und haben dann lange überlegt, wie wir tun könnten. Und haben einen ganz, ganz lieben Tischler gehabt, der sehr geschickt war, der auch gleich kapiert hat, was wir meinen, weil das ist bei uns auch nicht immer ganz, ganz einfach. Und wir haben ihm dann erklärt, was wir gerne hätten. Er hat dann herumgetüftelt. Einmal war es dann irgendwie zu steil, das hat uns dann nicht gar so gepasst. Und dann haben wir beschlossen, die schaut für uns gut aus. So richtig aus der Praxis sprechen konnten wir ja nicht. Wir haben es dann mit einem Kinderwagen ausprobiert, ob das gut funktioniert. Da war es schon mal sehr angenehm. Und dann haben wir einfach auf den ersten Rollifahrer gewartet, der dann bald gekommen ist, weil in unserem Stammkundenkreis damals noch ein Kind, jetzt schon ein Erwachsener, der studiert, der ist Rollstuhlfahrer, der ist gekommen und war auch ganz begeistert und hat es alleine geschafft. Und das war für ihn damals mit 8, 9 Jahren natürlich ein Erfolgserlebnis. Dann haben wir gewusst, das hat irgendwie gut hingehaut. Ganz wichtig war uns auch, dass die Tische Räder haben. Unsere Tische, die wir haben, sind alle verschiebbar. Das heißt, wenn man irgendwo schlecht zukommt, was halt einfach der Fall ist, kann man die Tische aber alle verschieben und mehr Platz schaffen. Und auch das sind Sie alles selbst gekommen? Ja, das war jetzt nicht also ganz schwierig. Ohne jegliche Expertenbefragungen, einfach, weil es Sinn macht. Genau, die Frau Rippe und ich waren die Experten in dem Fall. Das ist genial, wirklich. Sie sollten Seminare halten. Wirklich, das ist wertvolles Wissen, gerade in Anbetracht der 1.1.2016, wo ja alles barrierefrei sein soll. Da bin ich ja gespannt. Und da ist so simple Lösungen wie Tische auf Rädern. Das ist mindblowing genial. Mir bleibt eigentlich nichts zu sagen, außer Mund wieder zuzumachen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Und danke, ich Ihnen auch. Ja, bis bald. Danke. Wiederschauen.